So, heute geht's mal ein klein wenig anders los. Nämlich ist Papi dabei, hier Milchreis zu machen. Das kocht auch schon wie Tier. Aber keine Bange, ihr seid hier nicht auf dem falschen Kanal. Also nicht auf meinem Kanal, Adi Habibi, da wo das so richtig tolle Sachen immer zu sehen gibt, sondern bei meinen Schnucki seid ihr gerade. Und jetzt mach du mal weiter. Ich übergebe mal wieder an dich. Also, ich begrüße euch natürlich auch ganz herzlich zu diesem neuen Mach zur Seite, Video. ich muss hier meinen Reis wieder. Ich habe schon zu Adrian gesagt, ich habe mir vorgestern meine Videos mal so ein bisschen durchgecheckt oder durchgeguckt. Und immer wieder fange ich eigentlich gleich an. Na, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. So geht jedes Video los irgendwie. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn man jetzt ein paar Videos hintereinander guckt, ist immer wieder das Gleiche. Aber nun gut, also. Ich habe jetzt gesehen, mein Schnucki macht gerade Milchreis und ich würde ganz gerne einmal losdüsen zum Einkaufen. Es ist jetzt kurz nach 12. Wir haben heute ein bisschen gewuselt, wir haben die Wäsche gemacht oder ich habe die Wäsche gemacht, mein Schnucki hat sie aufgehängt. Wir haben immer noch Schnee draußen. Aber gut, die Wäsche wird jetzt nicht trocken, aber die bekommen so einen angenehmen Geruch, wenn die halt in der Kälte gestanden hat. Wir haben, glaube ich, aktuell 3 Grad oder so. Und ja, und ein bisschen windig haben wir das. Gut, aber jetzt im Moment ist alles soweit trocken, nur halt eben, dass wir den Schnee noch haben, Gott sei Dank. Mein Schnucki hat gleich mein Video. Wisst ihr was? Ich habe nur gar keinen Adventskranz, fiel mir so ein. Und diese Woche haben wir schon den ersten Advent. Das heißt, ich muss mir unbedingt einen besorgen. Ich wollte jetzt nicht selber binden. Ich habe gedacht, ich hole einfach einen. Die sind nicht so teuer. Und es klopft. Weil mittlerweile, wie gesagt, kommt auch schon die Weihnachtsstimmung irgendwie zustande. Bloß bei euch hat es nicht bei allen geschneit. Einige haben geschrieben, bei uns hat überhaupt nichts geschneit. Mahlzeit. Moinsen. Wir haben Besuch. Na? So, Leo, was guckst du jetzt? Wer wo Der kann wie hier ganz ist? normal raus. Ah? Kann man warten gehen? Ja, Ne? ja. Und ciao. Das ist echt frisch, ne? Also ich habe mir überlegt, ich hole den Kranz von Blume 2000. Die haben da unheimlich große Auswahl. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Die haben wirklich wunderschöne Kränze. So nicht nur jetzt aus Tanne, sondern entweder verschiedene Tannenarten mit eingearbeitet oder vielleicht irgendwelche Eukalyptus habe ich da nicht gesehen, glaube ich. Irgendwas anderes haben die mit eingearbeitet. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal schnell los und gucken wir mal. Ich hoffe, dass da noch was da ist. Na, weil letzte Woche habe ich gedacht, das ist noch viel zu früh. Brauchst noch keinen Kranz zu holen. Und diese Woche denke ich mir, okay. Eigentlich hätte ich es auch letzte Woche holen können. Aber wie gesagt, habe ich jetzt nicht gemacht. Und viele von euch haben schon sogar tatsächlich angefangen zu dekorieren. Ich hatte gestern auch eine einzige Sache schon mal ins Fenster gehängt. Habe ich euch bei Insta gezeigt. Und zwar so eine wunderschöne Girlande aus Stern. Habe ich bei Aldi gekauft für 12,99 €. Und genau, also ich würde sagen, Leute, wir starten jetzt mal schnell los. Ich bin jetzt hier im Citypark angekommen, Leute. Und hier ist es proppevoll wieder. Ich stehe wieder auf dieser Seite. Normalerweise bin ich irgendwo da hinten. Aber da war nichts frei irgendwie. Jetzt, und wisst ihr was? Gestern habe ich für 1,86 € getankt. Ich musste so lachen. Der Mann neben mir an der Tanksäule stand auch da und dann sagte er auch, da freut man sich schon, ne, dass man für 1,86 € Diesel tankt. Ich so, ja, statt 2,10 € ist schon mal echt ganz nett, ne? Dabei, wenn man bedenkt, was normalerweise Diesel gekostet hat, oder auch Super, die waren natürlich günstiger. Mittlerweile ist, glaube ich, Diesel sogar teurer als Super, obwohl die Steuern auch schon teuer sind, aber nun gut. Auf jeden Fall habe ich gestern nochmal getankt, aber nur für 20 €, weil ich vorher nämlich vollgetankt hatte, vor eine Woche oder so. Ja, ihr Lieben, soweit dazu. Gerade eben war es auf 1,94 € habe ich gesehen in der Tanke. Na gut, ich würde sagen, wir düsen einmal ganz schnell zu Blumen 2000. Ich glaube, woanders hin muss ich gar nicht, weil ich eigentlich alles soweit habe und dann muss ich nur noch einmal ein paar Lebensmittel einkaufen. Und dann geht es auch schon wieder nach Hause. Hier ist auch schon mal so ein bisschen was Weihnachtliches aufgebaut worden. Guck mal, da kann man kaufen, nämlich für Wichtel. Sieht auch ganz hübsch aus. Krass. So, hier sind schon mal ein paar Kränze. Guck mal, 12,99 €, die ganz einfachen. Und ich würde aber ganz gerne nochmal mit einer anderen Tanne irgendwas mit dabei haben. Das sieht auch ganz hübsch aus hier. Der kostet 15 €. Der hier kostet 25 €. Den finde ich hier ganz hübsch. Guck mal, 15 €. Und auch die Größe, glaube ich, ist eigentlich völlig ausreichend. Thank you.
Ich habe tatsächlich diesen Kranz hier mitgenommen für 14,99 und fahre jetzt einmal, wie gesagt, nach Hause, weil Max, nee, er hat angerufen, können wir nach Neumünster heute zu diesem Outlet-Center? Ich habe gesagt, wie bitte, hat heute nämlich frei, ne? Die Lehrer haben so einen Fortbildungstag. Ich habe gesagt, das ist eigentlich nicht, aber jetzt muss ich mein Auto schon wieder suchen, ne? Das ist so geil hier bei mir. Ich glaube, ich bin schon wieder so weit. Auch nicht. Ich suche mal kurz mein Auto. Ich bin hier gerade bei Natürlich, ich habe schon mal Milch mitgenommen. Mein Stück, die meinte Frischhefe. Frische Hefe gibt es hier gar nicht. Haben die im Moment nicht. Milch habe ich. Milch, Reis, bräuchte ich immer Streusalz und Abschmelztücher. Also, genau. Jetzt gehe ich mal kurz hier überall und gucke. Was für Kroketten kann ich mir nochmal mitnehmen für irgendwann mal. Kommen wir mal ganz gut an. Gibt's hier noch Pommes? Hier gibt es Milch, Reis, 99 Cent. Hier haben wir eine schöne Lammfelle für 9,99 €. Natürlich alles günstig, aber es sind hübsche Farben, auch in Beige, Weiß, Grau. Das sieht ganz hübsch aus, gerade jetzt hier für die Jahreszeit. Ne? 10 Euro finde ich, man weiß nicht, wie das nach einer Zeit aussieht, ne? Aber finde ich ganz jetzt hübsch. Bis 3. Dezember. Und hier sind Reinigungstücher. Nehmen wir nochmal welche mit, 95 Cent, einmal diese Seite. Ich weiß gar nicht, meine Schwester benutzt, glaube ich, irgendein Gesichtswasser, so ein Reinigungswasser, Reinigungsmilch, keine Ahnung, was, oder Gesichtswasser. Irgendwas hat sie auf jeden Fall. Habe ich noch nicht ausprobiert. Weiß gar nicht, womit reinigt ihr euer Gesicht nach dem Schminken? Also ich habe jetzt Reinigungstücher. Für Adam nehme ich immer so eine Creme, ich nehme so eine Handcreme mit. Er hatte immer so raue Finger manchmal, ne? So raue Hände. Ich meine, dass diese eigentlich ganz gut war. Hier gibt es natürlich noch mehr, ne? Ja. Aber ich glaube, ich nehme die jetzt erstmal zum Ausprobieren mit. Ob das was bringt, werden wir dann sehen. Hier gibt es nämlich noch viel, viel mehr Auswahl. Also Blütezeit stellt auch irgendwie so eine, ich weiß nicht, ob es jetzt Netto-Marke ist oder so. So, mein Schnucki und ich werden gleich mal essen. Ash hatte heute auch schon mal was zu essen gehabt. Er war mit Max bei McDo. Da haben die ein Video aufgenommen. Und ja, möchtest du auch was haben? Und wir haben hier sozusagen Reste essen heute. Wir haben hier noch Pizza, Pizzabrötchen, Kroketten von gestern. Dann haben wir Schnitzel, Pommes, also irgendwie so ein Mischmasch. Und dann Bohnen mit Soße, mit so einer Rahmsoße. Also auf jeden Fall wollen wir jetzt einmal essen. Mein Schnucki hat ja vorhin Milchreis gekocht. Guck mal, das ist hier mit Apfelmus und Zimt. Bin sehr, sehr gespannt, wie das schmeckt. Wir haben jetzt auf jeden Fall 16 Gläser Milchreis wieder. Das ist eine Geschmacksexplosion. Das schmeckt so gut. Du wirst es sehen, mach auf. Ja. Jetzt? Auf Instagram habe ich schon mal meinen Lichtervorhang, Lichtergirlande gezeigt, ihr Lieben. Ich habe die ja bei Aldi mal gekauft und sieht wunderschön aus, finde ich, auch das Fenster an sich. Und jetzt gehe ich einmal ganz kurz mit Ash, er hat ein paar kleine Silvesterknaller, Kinderfeuerwerk, er wollte ein bisschen was, auf der Terrasse oder wo sind wir dann? Ja, wollen ein bisschen was zünden gehen, ich zeige euch mal gleich, wie das so ist, können wir schon mal so ein bisschen Vorfreude bekommen auf Silvester. Und danach werde ich mit euch ein Rezept ausprobieren, und zwar für einen Glasreiniger. Ich habe von einer Zuschauerin ein Rezept bekommen, wie man das macht. Total easy. Also, aber dazu kommen wir dann gleich. Er hat sich jetzt vollgestopft, die Tasche vollgestopft. Und hier, was sind das denn für welche? Was ist das? Weiß ich auch noch nicht. Ah, krass. Okay, dann probieren wir es mal aus gleich. Mal schauen, wie das so wird. Können wir schon mal Silvester vorknallen. Da passen diese Schuhe überhaupt nicht rein. Nee. Ist so eng, oder? Ja. Mhm. So, wir sind jetzt auf dem Weg aufs Feld, ne? Wollten wir? Ja. Ja. Gucken wir gleich mal. Ach, ich habe mir den Finger geschnitten, ne? Warum? Ja. Das. Womit? Hautpackung. Oh, okay. Also, wir gehen mal ganz weit aufs Feld irgendwo gleich. Und hier, guck mal, so viel Schnee liegt hier noch ein bisschen. Also, ja. Machen wir die Taschenlampe kurz an. Ups. Oh mein Gott, hier ist noch mehr Schnee. Einfach.
Hilfe. Und hier rutschen wir gleich, ne? Oder? Gleich erstickt er im Schnee. Guck mal, wie leise das ist. Ich wollte, dass er nicht funktioniert. Macht Spaß, ne? Ja. Ist kalt, aber. Ja, muss uns bewegen. Oh, warte mal. Hier ist alles Matsche, Leute. Da ist ein Bus. Oh Gott. Oh Gott. So. Ich glaube, auf der Straße ist es besser. Wir müssen nur gucken, guck mal, da kommt jetzt irgendwie Fahrrad oder sonst was. Dann machen wir das, wenn er gleich weg ist. Komm, wollen wir ein Stückchen weitergehen? Oder machen wir die irgendwo rein und dann pfeifen die nur? Also, oder ich weiß es nicht. Ah, Pfeifer oder so. Geht aber in die Luft, ne? Warte ja, mal. Kommst du einmal bitte hier mit? Hier, ein bisschen weiter weg. Weil da sind auch Hunde bei den Nachbarn. Ja, dann mach das doch. Ja. Ein bisschen weiter weg. Und dann, genau, mach. Ja, das ist gut. Das ist eine kleine Mini-Rakete oder sowas ist das dann. Also ein Heuler, Pfeifer und die Heuler oder so, ne? Ich mach mal kurz Licht aus. Die heulen nur. Oder die fliegen doch nicht in die Luft? Nein, die heulen nur. Aber die müssen nur ganz leicht festgemacht werden. Ja. Nee, die fliegen, glaube ich. Das sind keine Raketen, oder doch? Ist das Mini-Rakete? Ist eben auch über den Boden geflogen. Ha? Der ist eben auch über den Boden geflogen. Ja, stimmt. Mach. Mach mal Licht aus. Ich glaube tatsächlich, es sind nur diese Mini-Raketen, die pfeifen. Wenn ich die auf den Boden lege, dass ja, dann mal. Da fliegt sie frei, aber gucken wir gleich mal, wohin die fliegt. Da vorne oder hinten, ich weiß es auch nicht. Ich glaube. Hier, die fliegen da. Dann muss ich den andersrum machen. Ja. Scheiße. Hier, nimm mal bitte bei mir aus der Tasche bei mir da. Da ist was. Nimmst du aus der Tasche? Ah ja. Ah ja, so ein Knisterzeug. Na, das ist ja geil. Fertig? Aber ein Fahrrad. Hast du noch mehr? Also Fahrrad, okay. Ich hab noch Taschen voll. Hast du noch andere? Zeig mal bitte, natürlich was du da hast. Ich noch einiges. Der ist schon wieder laut. Guck, der fliegt halt in irgendeine Richtung. Ja, ja. Kannst du halten dann? Da geht nicht. Okay. Ich versuch. Was sind denn das für welche? Oh, die sehen cool aus. Ich weiß, wie man die machen kann. Mhm. Ich habe Müllsack vergessen. Aber gut, mach nichts. Ich kann so sammeln. Hast du? Solche mache ich zwar gerne, die so überhaupt nicht laut sind. Ich wollte aber Licht kurz. Mhm. Brauchst Licht? Ja. Dann mach. Jetzt weiß ich was vor. Wie es gleich ein Auto kommt, ne? Oh. Okay, dann zünden wir mal. Oh, solche sind das. Die sind cool. Die sind echt cool. Das sind solche Kreisel. Hast du noch welche? Nee. Also meine Taschen sind voll. Ja, keine mehr. Da, du hast welche. Ja, den hier nur noch. Hier sind keine mehr. Ach so, okay. Nimm mal das Feuerzeug. Oder zünd's an. Ja, zuerst also mach nochmal die letzten alle. So, jetzt aber weg. Cool. Ich bin nicht so besser heute, ne? Fertig. Ja. Super. Fertig? Alle? Ja. Alle. Gut. So, wir sind jetzt hier fertig mit Silvester, ja. Nicht wahr? Ja. Na gut, wir gehen jetzt nach Hause. Es ist dunkel und es ist nass und hier ist überall Matsch und Schnee. Guck mal, leuchte mal ganz kurz mal nach da, damit man was mal sehen kann. Guck mal, es ist alles weiß noch. Das ganze Feld ist weiß. Ja. Na gut, wir tapsen hier mal jetzt nach Hause. Hat Spaß gemacht? Ja. Ja. So, ich komme jetzt einmal ganz kurz zu diesem Glasreiniger, den man selber herstellt, ihr Lieben. Und zwar habe ich das von einer Sabine Schlottmann. Vielen Dank nochmal an diese Stelle und ganz liebe Grüße an dich. Also, man braucht einen Spritzer Klarspüler, zwei Spritzer Spülmittel, 2 Liter Wasser. Und dann soll das alles klappen.
Bin sehr, sehr gespannt. Ich würde sagen, ich habe schon mal was dazu gestellt, beziehungsweise bereitgestellt. Einmal Klarspüler haben wir jetzt hier. Ich habe so einen Klarspüler. Dann haben wir hier Waschmittel. Diese Flasche nehme ich dann, nee, ich wollte die große Flasche, die grüne nehmen. Genau. Diese Flasche nehme ich dann, um umzufüllen. Und 2 Liter Wasser. Und da kommt das alles rein. Und dann noch. Wisst ihr was? Ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Fenster nachher tatsächlich streifenfrei sind. Bin ich richtig, richtig, richtig gespannt, ehrlich. So, ich habe jetzt hier Einspritzer Klarspüler und Einspritzer Spülmittel. Das verrühre ich jetzt mal. Ich habe mal so ein Rezept irgendwo gesehen mit Spiritus. Mal gucken. Also, ich werde euch auf jeden Fall im nächsten Video berichten. So, die beiden Flaschen sind abgefüllt. Ich habe hier Glasreiniger einmal in so eine große Flasche reingetan, einmal in die kleine. Und jetzt bin ich gerade dabei, diesen Allzweckreiniger herzustellen. Und zwar habe ich 500 ml lauwarmes Wasser. Wir haben Leo zu Besuch, weil die Kinder gerade kurz weg sind. Also 500 ml lauwarmes Wasser braucht ihr. 50 Gramm Zitronensäure. Ich muss übrigens Zitronensäure nachkaufen. Ich habe nicht mehr so viel. Und 10 Tropfen von dem, also entweder, also einfach generell ätherisches Öl. Ich habe hier Teebaumöl genommen als ätherisches Öl. Und das kommen nochmal, oder diese 10 Tropfen kommen dann nochmal dazu und dann wird es genauso umgefüllt. So, alles fertig. Also, Allzweckreiniger ist umgefüllt, riecht total angenehm und Glasreiniger. Genau, fertig bin ich für heute. So, meine Lieben, bei uns ist jetzt Feierabend. Die Kinder sind noch nicht da. Leo trinkt jetzt nur was. Die Wäsche steht hier noch, ist noch nicht trocken. Ansonsten, wie gesagt, schreibt mir gerne mal, ob ihr schon mal so einen Glasreiniger selber hergestellt habt. Wenn ja, gerne ein Rezept in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt hier mit diesem Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.